Ja, wir organisieren diese Ringvorlesung TU for Future im nächsten Semester auf Anregung der Studentinnen Fridays for Future an der TU Berlin. Die haben sich das gewünscht, sozusagen einen Eindruck zu bekommen, was läuft denn an der TU zum Klimaschutz, in welchen Fachbereichen und was können wir als Studierende da mitnehmen. Wir behandeln jedes Mal schwerpunktmäßig ein Thema, also wie gesagt entweder Energieforschung, wie sehen die klimafreundlichen Städte der Zukunft aus, was hat Digitalisierung mit Klimaschutz zu tun oder widerspricht sich das etwa. Also ein Thema steht im Vordergrund. Es wird dann auch jeweils einen Kommentar geben von den Studierenden von Fridays for Future, die sich damit auseinandersetzen. Und es sollen auch Handlungsspielräume aufgezeigt werden. Also was heißt das jetzt eigentlich, dass diese Forschungsergebnisse vorliegen und was können weitere Schritte sein, um diese Forschung auch in die Praxis zu bringen? Ja, Ringvorlesung heißt, dass wir das jeden Montag im Semester machen, nachmittags. Und sie ist, das ist das Besondere an dieser Ringvorlesung, sie ist auch öffentlich. Also für jedermann und jede Frau kann gerne kommen, auch Schülerinnen natürlich, wenn sie sich interessieren von Fridays for Future. Ja, man kann eben auch hier das als Wahlfach sich anerkennen lassen, einen Schein machen. Da muss man natürlich auch eine kleine Prüfung machen am Ende. Wir werden auch Literatur bereitstellen. Also es ist für alle Disziplinen offen, für alle Fachrichtungen der Berliner Universitäten. Ja, ich kümmere mich wirklich um das Alltagsverhalten. Das ist mein Forschungsthema. Wir reden ja eigentlich schon lange von nachhaltigem oder klimafreundlichem Konsum, merken aber, und das ja jeder von uns eigentlich, dass es im Alltag doch sehr schwer manchmal ist, das umzusetzen. Und warum ist das so? Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Das hängt natürlich viel auch mit den Strukturen zusammen, die wir haben oder nicht haben, die es uns erleichtern oder eben nicht erleichtern. Aber auch mit unserem sozialen Umfeld, bekommen wir dafür Anerkennung oder nicht? Ist es gerade in, Fahrrad zu fahren, Bio zu essen oder ist es eher was für Nerds? Ja? Ja, zum einen eben, um wirklich einen breiten Überblick zu bekommen, was da an der TU läuft und auch mitzunehmen, was davon in die Praxis getragen werden kann, wo Umsetzungsmöglichkeiten bestehen in der Politik, aber auch seitens der Unternehmen. Für sich selbst vielleicht auch nochmal klarer zu bekommen, was sind die Richtungen, die mich interessiert, was kann ich damit in meinem Studienfach anfangen. Viele sehen ja vielleicht gar nicht so direkt den Bezug zu dem Fach, das sie studieren. Und natürlich sich selber einbringen in die Diskussion als Studierende, damit hier auch wirklich Forscherinnen und Studierende sehr gut miteinander ins Gespräch kommen.